Verdammt, sie wollen alle in neue Welten reisen. Nur Bekloppte hier. Die erste Ausgrabung, die du freilegst, wird wahrscheinlich wirklich das Universum zerstören. Alles andere wäre ja totaler Blödsinn. Und warum ich jetzt noch nicht im Flottenmanagement drin war, beziehungsweise im Design, hat damit zu tun, dass ich das nie mache am Anfang. Später ist es was anderes, dass du deine Flotten selbst designst, aber zum Start reicht das immer, dass es automatisch abläuft. Ich glaube auch nicht, dass das eine große Verschwendung ist von Ressourcen. Construction complete. So, du hast nichts zu tun. Anomaly found. Immer den, der die Feuerrate der Schiffe erhöht. Research complete. Construction complete. Ah, Wachstumsgeschwindigkeit plus 10% für die Bewohner. Ich muss mich doch nochmal umentscheiden. Ach so, Forschungsstation ist der planetaren Außenposten. Buh. Die wollen immer dahin, wo Arbeit frei ist. Nur egal, wo die hinwollen. Haben sie nicht verdient. Ships upgraded. Arbeiter sollen dahin, wo ich hin will. Research complete. Construction complete. Research complete. Einfach in Gefechtskontrollen. System survey complete. Construction complete. Guck mal, das System, das ist nochmal eine 17er Welt, die wir besiedeln können. Gleich kann ich die Forschungsschiffe einfach entlassen, frei. Können die das Universum untersuchen, für selbst, freie Erkundung. Aber ich habe meinen kleinen Block erforscht, das reicht mir erstmal. So rot. Witzig, ist mir noch nie aufgefallen, dass du die Sachen anklicken kannst und schon die Ressourcen siehst.
obwohl du noch nichts gescannt hast. Wie bei der Sonne hier, 8 Mineralien. Construction complete. Anomaly found. Die darfst du mal erforschen, die auch. 1900 Tage sind okay. Alien-Wandmalereien. Ausstellung des Spezialprojekts Alien-Wandmalereien übersetzen. System survey complete. Special project complete. Das aus dem aufgemessenen Drin entsteht durch die Bewegung gewaltiger und uralter geothermischer Extraktoren. 1000 Energie bekommen. Situation log updated. Drohnenstudium. Wüstenwelt 20er Größe. Ich muss gerade mal überlegen. Dämliche Politik. Construction complete. Council of Advanced Sciences. Was soll auch anderes passieren, außer dass wir eine Forscherfraktion kriegen, wenn wir zwei Forschungslabore auf der Heimatwelt stehen haben? KI gestatten. Der Kontaktaufnahme mit anderen Spezies ist gewünscht. Tut mir leid, bis jetzt haben wir noch nichts getroffen. Außer uns selbst. Mitten im Herz. Special project complete. Noch eine Fraktion? Ach, ihr seid so offen für alles. Ihr seid doch beides Wissenschaftler. Okay, ihr seid für die imperiale Autokratie, aber das ist, differenzierte Gesellschaft mögt ihr auch. Construction complete. Das mag ich ja so beim Schwarmbewusstsein. Eine Meinung ist besser als viele Meinungen. Ships upgraded. Building a new home. Jo. So. Du startest mal automatisches Suchen von da aus und du gehst nach oben und startest dein automatisches Suchen von da. Wir werden noch ein weiteres Forschungsschiff aufbauen. Dann nehmen wir da den Vierer raus aus dem Forschungsschiff und benutzen den für unsere Anomalien-Scans hier in unserem Gebiet. Construction complete. Und ja, ich werde die archäologischen System Sachen auch noch complete. Verfolgen. Dunkle Materie entdeckt. Ich spiele das Volk, was mir zugewiesen wurde. Materialistisch, xenophil. Thank you.
Ach nein, wo war's denn? Situationsprotokoll. Construction complete. Für das Spiel gibt es ja schon einen Haufen DLCs und Mods, das ist vollkommen korrekt. Wie für alle Paradox-Titel. Paradox macht nichts lieber als DLCs bauen. Mich wundert, dass ich noch keinen Kontakt mit einem KI-Reich hatte. Wir bereisen schon 23 Jahre das Weltraum und es ist noch nichts passiert. Na, die Menschen bereisen den Weltraum in ihrem System seit 60 Jahren. Oder? Nein, stimmt gar nicht. Oder? Doch. Pi mal Daumen. Und uns ist auch noch nichts passiert. Jedenfalls wissen wir von keinem Kontakt. Irgendwo da draußen sind sie. Research complete. So, erster Aufstiegsvorteil. Technologischer Aufstieg haben sie angepasst. Seltene Technologien tauchen nun mit einer Rate von 1,5 des normalen auf. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit von 1% auf 1,5%. Der DLC ist ein Story-DLC und so wie sie es immer sagen, Story-DLCs haben nicht so einen großen Einfluss auf die Spielmechaniken. So, technologischer Aufstieg oder... die gemeinsame Vision. Ach komm. Wir machen die gemeinsame Vision, damit ich nicht so viele unterschiedliche Splittergruppen habe und dass meine Regierungspartei immer die stärkste ist. Ich mag auch technologischer Fortschritt, so als erstes oder zweites. Anomaly found. So, du kannst von da aus jetzt automatisch erkunden. Project complete. Bergbau drohen Arbeitsmoral. Minenproduktion plus 10% oder den Drohnenzerstörer hinzufügen. Und dann mache ich die Mineralstation machen plus 10%. Construction Stadt complete. Der Knochen tretet ein. Construction complete. So, da war die dunkle Materie. Jetzt werden wir erstmal hier oben noch eine Sternbasis bauen. Da wollte ich bis jetzt nicht, weil es so viel Kleinkram ist hier für die Bergbaustation. Ich wollte erstmal die Sachen machen, die sich ein bisschen lohnen. Obwohl auf dem Weg dahin kannst du mal eben da noch die Stationen bauen. Es gibt bakterielle Lebensformen, viel Kraft aus kleinen Orten. Versuchen damit Energie herzustellen.
verstärkte Solarkraft. Mit dem folgenden Effekt wird hinzugefügt: Energiecredits von Jobs plus 5%. Weil wir uns so kleine Bakterien angeguckt haben. Ich kann gar keine Action-Spiele empfehlen. Weil die Frage gerade kam. Von Action kriege ich einen Herzanfall. Lass uns doch nochmal erstmal einen Handelsknoten. Kannst hier gerne auch eine Schiffswerk bauen. Ich glaube, beim ersten hast du Besatzungsquartiere. Dann mach hier eine Hydrokultur rein. Anomaly found. Und ja, Titanfall 2 ist eine sehr gute, also eine, hat eine sehr gute Story, eine gute Kampagne und macht schon Spaß. Bauen wir noch ein Forschungsschiff. Construction complete. Entschuldige, ich jetzt nicht jedes kleine Ereignis vorlese, aber ich mache höchstens die archäologischen Ereignisse mit vorlesen. Weil die neu sind. Alles andere hat jeder schon so tausendfach wahrscheinlich gesehen, deshalb überspringe ich den Kram auch immer. Ach, verlassener Vergnügungspark. Ja, das ist das neue Forschungsschiff, das wollte ich. Mal noch mit einem Anführer ausstatten und dann nur Unterstützung machen. Und den so ein bisschen leveln. Gerne die ganzen kleinen Anomalien hier fertig machen. Kann man Rage 2 empfehlen? Nicht für den Vollpreis jetzt. Also Rage 2 ist schon ganz cool, aber ich denke mal, wenn das mit allen DLCs zugepappt ist und so weiter, wird es ein besseres Spiel sein als jetzt. Also das Gunplay ist zwar super, aber alles andere könnte besser sein. Research complete. Construction complete. Energiequellen von Technikern verbessern. Construction complete. System survey complete. Anomaly found. Es wird sich langsam, glaube ich, mal eine Legierungsgießerei lohnen. System survey complete. Mm-hmm.
ich nehme mir heute die Freiheit, auf Fragen wie, wie geht's dir oder so, nicht zu reagieren. Anomaly found. Wir sind hier nicht auf einer Dating-App. Und selbst da ist der Anfang mit, hey, wie geht's dir, der schlechteste, den man machen kann. Natürlich fängt man an mit, hey, mein Penis ist 20 cm groß, wie groß ist dein Penis? Wenn die jetzt unterwegs Anomalien finden, können die auch sofort erforschen. 42 Jahre und 3 Tage. Eine genaue Untersuchung des Trümmerfelds rund um Nietz 2 hat zur Entdeckung einer luftdichten Kapsel geführt, die eine Atomuhr enthält. Die Zeit mit einer beispiellosen Präzision misst. Sie hat eine Messunsicherheit, die so niedrig ist, dass es weitere 879 Millionen Jahre dauern würde, bevor sie eine einzige Sekunde erreicht. Außerdem scheint sie auf ein Datum von 42 Jahren und 3 Tagen herunterzuzählen. Die Kapsel enthält keinen Hinweis darauf, was dieses Datum bedeutet oder wer es hinterlassen hat. Es scheint aber, als ob jemand da draußen die Zeit vergessen hat. Es ist eine Bombe, zerstört es. Behaltet es im Auge. Wir schon nicht explodieren. Sie wollen mir nur Angst machen damit, indem wir sagen Tick-Tack, Tick-Tack. Sternmuster. Die neuesten Sensorenmessungen von Nietz zeigen, dass der Stern regelmäßig pulsiert. Als die Crew der DHY-Pass-Trock allerdings vor Ort ankam, gab es keine Beweise, die diese Daten unterstützen. Während der Großteil der Crew denkt, dass die Anomalie durch eine Fehlfunktion der Sensoren verursacht wurde, ist Wissenschaftler Obrequot anderer Ansicht. Obrequot behauptet, ähnliche pulsierende Energiemuster an anderen Stellen entdeckt zu haben. Und befürchtet, dass irgendwas Seltsames mit den Sternen der Galaxie passiert. Situation Log updated. Pulsierende Sterne. System Survey complete. Ships upgraded. Warum wollt ihr weggehen? Geht doch einfach arbeiten auf dieser Welt. Anomaly found. Construction complete. Außerdem ist Raumschiff gefunden. Untersucht das Logbuch. Situation log updated. System survey complete. Alten Sonnensegler gefunden. Ach, es wird niemals Sonnensegler geben im Weltraum, weil es totaler Schwachsinn ist. Jedes kleines Objekt zerstört die Sonnensegel. Außerdem machst du was wie so eine Art Antimaterie. Nicht Antimaterie, sondern sowas wie ein Schild.
Dann kannst du auch ein dämliches Sonnensegel benutzen. Aber ich glaube, das Sonnensegel wird nicht genug Sonnenwinde aufnehmen. Oder wo soll die ganze Energie herkommen, um ein Schild zu erstellen, was so viele Objekte ablenken könnte, die bis Geschwindigkeit unendlich in dein Sonnensegel reinrasen könnten. Aufgrund eines schweren Schreibfehlers sind Teile von Kelsim Prime in puncto Infrastrukturwartung und Unterkunftsdienstleistung zurückgefallen. Wir verstärken unsere Bemühungen. Situation Log updated. Das Problem ist, dass der Schild auch die Sonnenwinde abhalten wird. Du brauchst nur eine Möglichkeit, das immer schnell zu reparieren. Die Sache ist ja, die, sag ich mal, Sonnensegler-Freunde erwähnen, ist, das Universum ist natürlich unendlich groß. Und was auf einer Karte vom Sonnensystem aussieht, als wenn Asteroiden nebeneinander sind, ist das in Wahrheit so, als wenn dreimal die Erde nebeneinander steht. Wo du natürlich mit jeder Art von Schiff, die du jemals bauen wirst als menschliche Zivilisation, locker durchfliegen kannst, ohne dass du Gefahr läufst, irgendwas zu treffen. Star Trek Warp. Lustigerweise wurde dieses ganze Technologische um Star Trek erst nachdem Star Trek schon existierte, dann geschrieben. Also alles, was so vom Technischen ist, wo die dann sagen, ja, so und so könnte das vielleicht funktionieren. Research complete. Deshalb sehe ich das auch nicht. Also eine Warp-Blase zu erzeugen und dadurch den Raum zu krümmen und sich so fortzubewegen, generell fehlt dafür die richtige Energiequelle. Aber wenn wir wirklich die Möglichkeit haben, irgendwann mal unendlich Energie zu generieren, da haben wir eh keinen Grund, unser Sonnensystem zu verlassen. Also außer wenn die Sonne explodiert, aber es dauert ja noch. Und selbst dann können wir mit unendlich Energie unseren Planeten vor der Sonneneruption schützen und danach geht's einfach weiter. Weil wir könnten mit unendlich Energie können wir alles schaffen, was wir wollen. Ich spiele materialistisch Xenophil, weil ich auf Zufallvolk gegangen bin am Anfang. So, verlassene primitive Siedlung aus dem Orbit bereits gesehen, von einer Reptiliengesellschaft. Situation Log updated. Wir werden uns einfach mal angucken, was die da auf dem Planeten so machen. Mit unendlicher Energie eine künstliche Sonne erschaffen. Ach, erstmal wie die Chinesen den Mond erschaffen, aber der reflektiert ja nur das Sonnenlicht. Special Project complete. Und es soll günstiger sein, als wenn du Straßenlaternen benutzt. Neurale Symbiose. Wissenschaftler aus dem Orb ist erfreut, berichten zu können, dass ihre Verbindung mit dem Symbionten aus dem 3 ein Erfolg war. Nach einer anfänglichen Periode von Verwirrung und leichten Unbehagen berichtet Obriquit,
nur merklich erhöhte intellektuelle Fähigkeiten, wenn es darum geht, komplexe Aufgaben zu lösen. Noch beeindruckender ist die Tatsache, dass obere Quad jetzt in der Lage ist, gedanklich mit der schneckenähnlichen Kreatur zu kommunizieren, die frisch an ihren Hirnstamm angehangen wurde. Ah. Die Symbionten sind Schwarmbewusstsein. Sind ein Schwarmbewusstsein mit Lebensspannen von hunderten von Jahren. Sie behaupten, dass ihre frühere Vereinigung mit den Reptilien auf DIM 3 zu Ende ging. Danke für den Sub, Ledax. Als ihre Wirte unwissentlich misstrauisch ihnen gegenüber wurden. In Wutanfällen begannen die Reptilien, ihre Symbionten abzureißen und sie zu töten und zu schlagen. Die Symbionten, die überlebten, zogen sich von den Reptilien zurück, woraufhin sich diese ohne die neurale Stimulation ihrer Schnecken in nicht fühlende Wesen zurückentwickelten. Die Symbionten bieten an ihre Verbindung mehr Dabaxans in Galaktik Dabax Hegemonien anzubieten. Sie fordern ja dort, dachten, dass nur Willige zu Wirten werden. Wird einer Hirnschnecke. Öffnen wir unsere Herzen und Hirnstämme für sie. Anomaly found. Ach, die 10% mehr Energie, die Sonne abgeben wird in 1 Milliarde Jahre, die wird unsere Erde auch noch verkraften. Die AfD hat gesagt, Klima und Erwärmung, globale Erhitzung, alles Unsinn. Alles nur Geldmacherei. Oh mein Gott, jetzt haben sie alle Schneckenphobie. Hat meine Bevölkerung jetzt wenigstens alle so eine Schnecke auf dem Kopf? Ach, die AfD wird auch noch sagen, dass die Erde flach ist. Es ist so ein bisschen wie die Hirnschnecke aus Futurama. Rohdiamant. Nach Abschluss des Studiums von NI1 berichten Wissenschaftsoffizier Iqvi Leinart, dass der Planet ungewöhnlich mineralreich ist. Braucht keinen neuen Wissenschaftler. Ja, wo sind die Leute, die sagen, die Erde ist brezelförmig? Construction complete. Endlich mal was, womit die Brezelindustrie gut arbeiten kann. Anomaly found. System survey complete. Special project complete. Oh. Ein wahrlich gutes Treffen mit den Händlern. Flüchtige Teilchen gegen Energiecredits tauschen. Wie ekelhaft ist das denn? Wo sind die guten alten Händler, die noch Mineralien getauscht haben? War es sehr irrelevant geworden, weil du kannst hier direkt hier handeln. Anomaly found.
Strand und Alpen in... Mein Gott. Strand und Palmen in den Alpen, das wird, glaube ich, nicht passieren. Also nicht so schnell. Vorher drückt die Eiszeit uns wieder weg von hier. Sobald die gestartet ist. Stell dir vor, da hast du in 20 Jahren den Holländer mit seinem Wohnwagen bei mir im Garten. Die Erde ist kein Döner, die Erde ist eine Falafel. Ich glaube, ich habe ein... Construction complete. Anomaly found. Eine Weltraumamöbe adoptiert. Biomotor. Alles Blasphemie, das gibt's überhaupt nicht. Da möchte ich aber gerne die Erdkarte sehen, also kartografiert, wie die Erde aussieht, wie eine Gyrosbox ist. So sieht die vielleicht mal aus, wenn Trump alle seine Mauern gebaut hat. Special Project complete. Ah, finde ich süß. Ich habe jetzt ein kleines Amöbenhaustier. Wird einer Hirnschnecke. Ach, die wachsen langsam, aber Hirnschnecken haben keinen Bock, Sex zu haben. Ah, guck mal, die machen bessere Forschung und bessere Einigkeit mit Hirnschnecke. Keine Ahnung, warum die es dagegen wehren. Stell dir vor, jedes Dorf seine, oder Stadt baut seine eigene Mauer. Das ist ja wie früher. Als man noch als Besucher an der Mauer klopfen musste und sagen musste, was man in der Stadt will. Proof, gehst du auch streiken fürs Klima? Nee, weil ich dafür keine Schule schwänzen kann. Deshalb bin ich dagegen, zu streiken fürs Klima. Die Amöbe, die unsere Flotte vor einiger Zeit beigetreten ist, scheint ihre volle Reife erreicht zu haben. Auch als beeindruckende erwachsene Amöbe ist sie den Schiffen, die ihr ein neues Zuhause gaben, nicht weniger treu ergeben. Ihre Zeit mit der Flotte scheint ihr adaptives Verhalten so sehr zu beeinflussen, dass sie gänzlich anders der wilden Weltraumamöben handelt und sie zu einer beeindruckenden Präsenz auf dem Schlachtfeld macht. In ganz Galaktik Dabax Hegemony ist ihr Abbild zu einer Art Maskottchen für die dabaxische Entschlossenheit geworden. Es bleibt nur eine Frage übrig, wie sollen wir sie nennen? Bubbles. Ich nenne meine Amöbe Bubbles. Construction complete. Voll süß, ey. Aber vorher Bubbles eine Militärpower von 500.
jetzt wo die groß ist. Das ist natürlich vergleichbar zu der Zeit schon recht gut, ey. Bubbles, die Killer-Amöbe. System Survey complete. Ach, vielleicht wäre Unterhaltung oder Dienstleistung besser gewesen als eine Polizeistation. Damit die ein bisschen von den Schnecken abgelenkt werden. Analysiert die Proben. Seid ihr immer noch am Forschen? Ah, die erste Alien-Spezies da unten. Ich stimme ja für Proof als Bundeskanzler, als wenn das die Welt besser macht. Ich muss sagen, da habe ich gar keine Lust drauf. Viel zu viel Arbeit. War ohne Scheiß, ich glaube, die arbeiten wirklich viel. Research complete. Lass das die Nahrungsmittelproduktion sein. Interessiert keinen. System Survey complete. Construction complete. Construction complete. System survey complete. Founding a new home. Research complete. So, jetzt sind besser drauf. Na toll. Schrecken in der Leere. Science ship tragically lost. Ach, scheiße. Hätte er nicht schnell genug noch drehen können? Oder wenigstens so lange warten, bis wir uns das Vieh angucken? Ach, Bubbles darf ich nicht zusammenführen mit meiner Flotte. Bubbles darf immer nur mitfliegen. System Survey complete. Kontakt mit Leviathan. Neuigkeiten über einen Riesen, der in der Finsternis des Weltraums gefunden wurde, verbreiten sich wie eine Seuche. Fanatisch xenophil. Achso, weil wir fanatisch xenophil sind, können wir in Ehrfurcht darauf gucken. Wir können sehr von diesem Aufeinandertreffen profitieren. Das habe ich eigentlich mal auch im Vergleich, wenn ich mir die mal angucke. Wie es bei mir so steht mit der, mit meinem Reich. Flottenstärke überlegen, das war zu erwarten, aber technologie- und wirtschaftlich sind wir wenigstens noch ebenbürtig. Vielleicht hat Bubbles auch eine Schnecke auf dem Kopf. Vielleicht sollten wir alle Weltraumarmöben mit Schnecken ausstatten. Damit die mit uns kämpfen.
Construction complete. Aktivieren mal wieder die Produktion von Robotern. Die können wir dann auf andere Planeten schieben.